In der Kegelbahn des BSV Halle Ammendorf ist heute Morgen gegen 10 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Mit einem Großaufgebot war die Berufsfeuerwehrhalle angerückt, um die Flammen zu löschen. Die Merseburger Straße musste ab Einmündung Kurt-Wüsteneck-Straße bis zur Kreuzung Industriestraße bis in die frühen Nachmittagsstunden hinein gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr. Laut Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Brandursache steht noch nicht fest.